anlässlich der WM ist es natürlich auch immer ein großes Thema bei den Sportlern: Ernährung, Mineralstoffe, Regeneration. Das hattest du ja auch, als du die Sportler betreut hast, immer natürlich als Themengebiet. Wie wichtig sind denn Mineralstoffe? Also Mineralstoffe sind natürlich sehr wichtig, weil sie gerade, wenn man viel trainiert, in einem höheren Maß abverlangt werden als bei einer passiven Person. Wichtig bei den Mineralstoffprodukten ist eben, engmaschig zu testen, aber eben auch in der Breite zu testen. Also Selen, Zink und Magnesium wären zum Beispiel ganz wichtig. Beim Magnesium habe ich eben eine krampfvorbeugende Wirkung. Das kennt man vielleicht, wenn man länger nicht trainiert hat und dann eine lange Strecke läuft oder eine lange Radtour macht, dann kann es zu Krämpfen kommen. Das heißt, man sollte so zwischen 4 und bei Top-Athleten 600 Milligramm täglich an Magnesium substituieren. Mhm. Beim Eisen ist natürlich ganz wichtig, das hat eine Funktion auf den Sauerstofftransport in der Muskulatur, dass ich dann also gerade so bei den Ausdauersportarten, wo ja Fußball auch dazu gehört, unter den Spielsportarten, dass ich da eben auch diesen Test regelmäßig mache. Und man kann dann natürlich noch Zink testen. Zink ist ganz wichtig für unser Immunsystem. Das heißt, durch die erhöhte Trainingsbelastung ist auch der Bedarf höher. Und das geht alles wunderbar mit euren Produkten. Das heißt, wenn man etwa einmal im Monat diese Mineralstofftests durchführen würde, ist man immer auf der sicheren Seite, dass man eben von allem genügend hat, um seinen Sport oder auch seinen Alltag zu meistern. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch die Supplementation, damit wir letztendlich genügend Mineralstoffe und die Ernährung, ja, insgesamt, ne? Nicht nur an Supplementen, sondern auch die Ernährung dann drauf zu achten. Genau. Was machen, wenn jetzt ein Leistungssportler, also was macht jetzt das DFB-Team in Russland? Wie achten die darauf, dass sie gerade bei so einer anstrengenden 4 Wochen WM immer auf dem besten Leistungsstand sind? Ja, es ist natürlich so, dass schon in den führenden Vereinen recht engmaschig getestet wird. Das auf jeden Fall, FC Bayern zum Beispiel, das ja. Und dann gibt es natürlich auch immer beim DFB Tests, das heißt, auch in einem Nicht-WM-Jahr gibt es immer bei der ersten Maßnahme des Jahres eine umfangreiche Testung, wo solche Tests auch durchgeführt werden und natürlich dann auch vor und während den Turnieren. Wichtig ist da natürlich auch so ein bisschen auf die Individualität zu achten. Es ernährt sich ja auch nicht jeder genau gleich und es spielt ja auch nicht jeder gleich viele Minuten oder hat gleich viele Bundesliga- oder Champions-League-Spiele in den Beinen. Das heißt, da ist es eben ganz wichtig, dass die Spieler mit dem sportmedizinischen Team in einer engen Abstimmung sind. Thema Regeneration, weil das ist ja auch, man hat das Spiel, das ist zu Ende, man fühlt sich kaputt, ausgelaugt. Wie verhalten sich die Sportler im Bereich der Regeneration dann? Was machen die dann nach dem Spiel? Es gibt natürlich so eine akute Reaktion auf das körperliche System direkt nach einem Spiel. Ich habe also zum Beispiel durch diese bis zu 12 Kilometer, die ich laufe in 90 Minuten oder wenn es in die Verlängerung geht, Elfmeterschießen, so sind natürlich enorme Belastungen auch für die Muskelfasern. Da kommt es eben so zu kleinen inflammatorischen Vorgängen in der Muskulatur. Das heißt, wichtig ist erstmal kühlen. Das sind diese berühmten Eistonnen. Das heißt, nach dem Spiel werden die Spieler sofort da, ich sage jetzt mal, reingepackt. Manche mögen das auch nicht so, aber dafür sind wir Fitnesstrainer da und verweilen da etwa so 4 bis 10 Minuten drin. Man kann auch so mehrere Zyklen machen. Und am nächsten Tag ist es zum Beispiel wichtig, die Muskulatur zu lockern über einen Regenerationslauf. Oder wer das möchte, macht das dann vielleicht auf dem Radergometer. Das sind alles so regenerationseinleitende Maßnahmen. Generell ist es aber wichtig, dass vor so einem Turnier auch nach der Bundesliga- oder Champions-League-Phase mindestens eine, besser 2 Wochen Regeneration sind, bevor man dann wieder mit einer konkreten Vorbereitung auf die WM anfängt. Super, dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, gerne. Hoffen, dass das auch eine Anregung letztendlich für unsere Kunden und Besucher ist.